Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe wieder unsere Kiste und da drin ist unser Kalender. Heute ist der zweite Advent und wir dürfen endlich aufmachen. Dafür suchen wir uns das Ganze jetzt erst einmal raus. Also hier haben wir Weihnachten, 4.3. Dann kann das hier nur noch der zweite sein. Traumhaft, da haben wir ihn. Oh, ich freue mich so. So, ja, jetzt kommt es ein bisschen spät, aber Raschelwarnung, es könnte rascheln und knistern. Gut, es hat schon geraschelt und geknistert. Ach, ich freue mich so, ich bin schon so aufgeregt. Also, Achtung, ich mache auf. Wir machen jetzt einfach ganz kurz und schmerzlos. Ich öffne. Wir sehen was Grünes. Oh, guckt mal. Oh, wartet mal, da kommt noch was. Noch was Grünes. Oh, ist der traumhaft. Ein kleines Tannenbäumchen haben wir hier. Oh, schaut mal. Schöne Farbverläufe. Richtig leuchtend hier, traumhaft schön. Und hier haben wir nochmal in dunkelgrün. Aber sind das nicht tolle Verläufe? Schaut euch das mal an. Ist der schön. Also ich würde sagen, hier haben wir definitiv ein kleines Tannenbäumchen. Ich mir das so angucke, hier haben wir den Stamm, so, und hier dann, ich lege das jetzt mal ganz frech so, ich will euch ja nicht beeinflussen, aber so lege ich mir uns mal die Tanne schon mal hin, das kleine süße Tannebäumchen, auch ist das niedlich, total süß. So, wir haben hier Merino Socks, 80% Schurwolle extra fein, 20% Polyamid, 100 Gramm auf 420 Meter Lauflänge, Nadelstärke 2,5 bis 5. Ich denke mal, das soll 3,5 heißen. Ich denke mal, da ist die 3 und das Komma vergessen worden. Weil bis 5, das würde mich jetzt überraschen. Aber da steht echt da bis 5. Naja, aber ich denke mal, das hat so. Da ist was vertippt worden. Ein kleiner Vertipper ist da. Ist doch egal. Es ist Weihnachten. Da ärgern wir uns darüber nicht. Das ist trotzdem. Guckt mal. Wunderschöne Wolle. So richtig schön. Ganz toller Wollverlauf. Oh, ich mag die. Ich mag die richtig. Ganz ehrlich, das Grün, das finde ich so absolut der Hammer. Das gefällt mir so richtig gut. So, ihr Süßen, ich gehe das Ganze mal wickeln und hoffe, heute klappt es besser als beim letzten Advent. Mal schauen, ob unser Wollwickler und ich uns heute besser vertragen. So, meine Lieben, ich bin vom Wickeln zurück und wie ihr seht, heute habe ich mich besser mit meinem Wickler vertragen als letzte Woche. Und ganz ehrlich, ich bin total verliebt in die Wolle. Das ist ein wunderschöner Verlauf. Hat sich ganz toll wickeln lassen. Und irgendwie sieht das immer noch aus wie so ein Weihnachtsbäumchen. Fehlen nur noch die Kugeln dran. Ich überlege jetzt gerade, ob wir die Socke in der Farbe machen und die Ferse dann in der. So als kleiner Farbakzent. Ach, das ist eine schwere Frage. Aber das überlegen wir uns noch in Ruhe. Wir finden da schon das Passende. Nee, ihr wisst ja, wie letzte Woche, das kommt jetzt gleich, was ich dann damit angestellt habe. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich liebe diesen Verlauf. Der ist wunderschön. So,
meine Süßen, ich mache mir jetzt mal in aller Ruhe Gedanken, was wir mit diesem kleinen Weihnachtsbäumchen anstellen. Ihr seht's jetzt gleich im Anschluss. Ich überlege mir das erstmal. So, meine Süßen, mir ist mittlerweile was eingefallen, was wir mit diesem wunderbaren Sockengarn machen können. Und zwar diese bildschöne Socke. Wir haben einen kleinen Rollrand, wir haben unser Bündchenmuster, wir haben das Ganze nochmal mit sportlich schicken, ja, sportlich eigentlich nicht, eher eleganten, schönen Farbstreifen abgesetzt. Und dann unsere Socke. Und genau das fangen wir jetzt auch gleich an. Wir brauchen dafür eine Maschenanzahl teilbar durch 2 und natürlich die passenden Nadeln. Ich habe jetzt bei mir das Nadelspiel und schlage 60 Maschen an. Wenn wir unsere Maschen einmal aufgenommen haben, ja, es ist Weihnachtszeit, komm, da müssen wir ein bisschen gute Laune haben, dann stricken wir jetzt ganz entspannt 5 Runden. Alles glatt rechts. Sortiere ich mir die Nadeln genau einmal falsch. Ach ja, so ist es halt. So, die da rum, die dahin. Jetzt aber. Also jetzt, wir achten darauf, dass der Innenrand sich nicht verdreht, dass das schön glatt und alles ordentlich liegt. Und jetzt 5 Runden lang alles nur rechte Maschen. Also erstmal ganz entspannt. Und jede Masche einfach rechts abstricken und das jetzt über 5 gemütliche Runden. Ja, wer das Crazy Trio benutzt, der hat nicht ganz so viele Nadeln, da ist es nicht so viel, was mitwackelt, aber das wackelt nur in der ersten Runde somit. Danach dann nicht mehr. Und ihr seht einfach alle Maschen einmal rechts. So, jetzt haben wir gleich die erste Nadel gemacht. Und da kommt die zweite. Und ihr seht wirklich einfach nur alles gemütlich rechts. So, meine Süßen, ich mache mal meine 5 Runden und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die geschafft sind. Auf die letzte Runde nehme ich euch nochmal mit, dann sieht das nämlich auch nicht so verkrampft aus. Die erste Runde sieht immer so ein bisschen krampfig aus. So, jetzt stricken wir hier nochmal ganz gemütlich einmal alles rechts. Und wie ihr seht, jetzt ist es auch nicht mehr so verkrampft. Und das ist dann auch die 5. Runde. Warum teilbar durch 2? Das brauchen wir gleich für das Bündchen. Und dann natürlich auch noch für den Rand, den wir da so wunderschön absetzen. Dass das dann einfach alles schön aufgeht und gut aussieht. So, gleich sind wir da, da kommt der Engel schon. Als nächstes stricken wir uns 5 cm in die Höhe. Also legt euch schon mal euer Maßband bereit. So, und zwar stricken wir uns jetzt mit einer Masche rechts, eine Masche links. Dann nehmen wir den Faden vor die Nadel, gehen von der Spitze Richtung die ganzen Maschen durch die Masche durch. Schlagen den Faden um, holen ihn durch, lassen es von der Nadel gleiten. Das war die linke und eine rechte. Eine links, eine rechts. Eine links, eine rechts. Eine links, eine rechts. Eine links, eine rechts.
Eine links, eine rechts, eine links, eine rechts. Eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Und das machen wir jetzt weiter bis auf 5 cm Höhe. Es rechte Masche kommt auf rechte Masche, linke Masche kommt auf linke Masche. Das heißt, in der nächsten Runde fangen wir dann, wir enden jetzt hier auf links und wir fangen in der nächsten Runde wieder mit einer rechten Masche an, so dass wir dann wirklich die rechte Masche auf der rechten Masche haben und die linke Masche auf der linken Masche. Und das war jetzt eine links, jetzt fangen wir wieder mit einer rechts an. Ich zeige es euch gleich mal. Ich stricke mich da mal schnell durch. So, ich bin jetzt auf der letzten Nadel. Den Engel seht ihr da unten, glaube ich, wieder tanzen. Ja, da seht ihr. So, jetzt eine linke, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und jetzt gehen wir wieder auf Nadel 1, also auf unseren Anfang zurück von der Runde. Da ist der Engel, das ist der Anfang. Und wir beginnen wieder mit einer rechts und eine linke auf die linke und eine rechte und eine linke. So, und das machen wir jetzt auf 5 cm Höhe. So, meine Lieben, unsere 5 cm haben wir gemacht. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt haben wir hier unseren wunderbaren Rollrand. Ich roll das mal ganz schnell. So. Moment. Engelchen. Flieg. So. Und dann haben wir hier unser wunderschönes Bündchen. Jetzt gehen wir langsam Richtung Streifen. Als erstes machen wir jetzt 6 Runden glatt rechts. Das heißt, wir stricken jetzt wieder 6 Runden lang alle Maschen einmal rechts ab. Also jetzt ganz gemütlich wieder alles rechts, 6 Runden lang. Ich mache jetzt mal eine Nadel mit euch zusammen. Wie ihr seht, ob links, ob rechts, alles egal, alles einfach einmal rechts ab. Und das jetzt über 6 Runden. So, meine Süßen, wenn wir unsere 6 Runden haben, ihr seht schon, ich habe mir hier schon neue Nadeln hingelegt, weil, wenn wir nämlich gleich zweifarbig arbeiten, neige ich immer ein bisschen dazu, die Fäden ein wenig straff zu ziehen. Und deswegen mache ich dann diese Zwischenrunden dann gerne mit einer Nadel, die ein kleines bisschen größer ist. Hier stricke ich mit der 2er Nadel und das mache ich dann gleich mit der 2,75. Aber erstmal übernehmen wir den weißen Faden. Dann stecke ich mir einfach den Anfang hier durch die Socke durch. Und wir stricken jetzt 2 Runden mit weiß. Das heißt, das Grün lassen wir einfach hängen. Und ich stricke noch mit meiner 2er Nadel jetzt 2 Runden glatt rechts in weiß weiter. Dafür schnappe ich mir dann einfach den weißen Faden und ziehe mir den durch. Und dann haben wir den auch angenadelt. Und jetzt gibt es 2 Runden in weiß. So, dass das für euch jetzt nicht zu langweilig ist, mache ich das jetzt mal schnell fertig.
So, wer mit zwei Farben ja weiter ganz normal, elegant und gemütlich strickt, soll natürlich seine Nadelstärke behalten. Wer auch ein bisschen fester strickt, dem würde ich das auch empfehlen, dann ein kleines bisschen die Nadelstärke anzupassen. Ich lege mir jetzt gerade noch meinen weißen Anfangsfaden so, dass er jetzt die Arbeitsfäden nicht überkreuzt, dass wir das hier schön gemütlich haben. Und nehme beide Fäden zusammen auf. Dafür gehe ich mit dem kleinen Finger um beide Fäden drumherum, gehe mit dem Zeigefinger durch beide und dann schnappe ich mir nur noch mal eine Farbe und die andere ziehe ich einfach etwas straff und schon habe ich sie auf dem Finger. So, wir beginnen jetzt in der dritten Runde. Also nach dem Grün, dann haben wir zwei Runden in Weiß. Fangen wir jetzt an. Wir machen jetzt eine Masche in Grün. Eine in Weiß, eine in Grün, eine in Weiß, eine in Grün, eine in Weiß, eine in Grün, eine in Weiß. Wie ihr seht, ich lasse die Maschen oder die Falten ganz normal auf dem Finger. Ich wechsle da nichts hin und her. Ich hole mir nur mit meiner Nadel einfach immer die unterschiedlichen Farben ran. Einmal hole ich mir die grüne Farbe ran und einmal die weiße Farbe. Dann wieder die grüne Farbe, dann wieder die weiße Farbe. Die grüne Farbe und die weiße Farbe. So, jetzt haben wir hier mit Weiß geendet. Das heißt, wir beginnen hier wieder mit Grün. Einmal die grüne Farbe, einmal die weiße. Grün. Weiß, grün, 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 weiß. Schaut immer mal zwischendurch, dass ihr da nicht zu straff werdet, dass ihr das hier noch schön ziehen könnt. Weil vergesst nicht, hier muss auch noch eure Ferse durch. Deswegen lasst da bitte wirklich Faden oder geht halt auch auf eine größere Nadelstärke. Und dann immer schön im Wechsel. So, ich bin jetzt gleich einmal drumherum. So, ich habe jetzt hier mit Weiß geendet und hier beginnt jetzt die erste Nadel mit Grün. Jetzt geht es damit los, dass wir das jetzt schön im Wechsel machen. Also auf eine grüne Farbe kommt jetzt eine weiße. Also eine Masche in Weiß, auf die grüne, auf die weiße kommt eine grüne, auf die grüne kommt eine weiße. Ah, ich habe vergessen, die Nadelstärke zu wechseln. Moment, ich muss nochmal zurück. Wir wollen ja nicht, dass hier was schief geht. So, jetzt nochmal, auf die grüne kommt die weiße. Auf die weiße kommt die grüne, auf die grüne kommt eine weiße, auf die weiße kommt eine grüne, auf die grüne kommt eine weiße, auf die weiße kommt eine grüne. So machen wir das jetzt hier immer schön weiter. Über diese eine Runde noch.
Ja, diesen Streifen erzeugen wir wirklich nur mit zwei gemütlichen Runden. Also diesen mittleren Streifen in dem Weißen. So, ich mache die Runde jetzt mal schnell fertig und wir sehen uns dann gleich wieder. So, die Runde ist geschafft. Die Nadeln kann ich jetzt erst einmal ein kleines Stückchen weglegen. Ich wechsle schon wieder die Nadelstärke. Und zwar lassen wir das Grün jetzt ein bisschen hängen. Und wir stricken jetzt nochmal zwei Runden in Weiß. Also jetzt einfach alle Maschen mit Weiß glatt rechts. Ihr seht, ich stricke das einfach von der 2,75 auf die 2er wieder rüber. Allerdings die 2,75 nicht so weit weg. Ein bunter Streifen kommt ja noch. So, das ist auch gleich schon Runde 1. Und wie ihr seht, so sehen jetzt unsere Maschen aus. Ja, das Licht ist ein bisschen stark. Moment, ich drehe es mal ein Stück weg. Wird es so besser? Mal gucken. Ja, ich würde sagen schon. Na, wir stricken mal ein Stückchen weiter. Und dann sehen wir es wieder besser. Und diese Lücken hier, das können wir dann alles ganz wunderbar einfach festziehen. Das ist kein Problem. So, das war jetzt Runde 1. Jetzt kommt noch Runde 2 in Weiß. Ein bisschen mehr Luft habe ich jetzt auch, weil ich ja wieder auf eine kleinere Nadelstärke gewechselt habe. Aber das verwächt sich dann auch. So, wenn ich jetzt diese eine Runde noch in Weiß gemacht habe, lasse ich den weißen Faden baumeln und schnapp mir den grünen. Und dann machen wir mit Grün nochmal 6 Runden in glatt rechts. Schneide den weißen bitte nicht ab, den brauchen wir dann nochmal. Eine Runde kommt ja noch. So, jetzt lassen wir den weißen Faden hängen, schnappen uns den grünen und jetzt 6 Runden in grün. Achtet bitte darauf, dass ihr den weißen Faden nach innen hängen lasst. Nicht, dass ihr den jetzt nach außen hängt und wundert euch dann, dass ihr da lustige Streifen seht. So, ich mache mal schnell meine 6 Runden in grün. Ja, und dann machen wir im Prinzip diesen gleichen weißen Streifen nochmal. Jetzt könnt ihr übrigens das Muster ganz toll sehen. Also, wenn wir jetzt die 6 Runden in grün glatt rechts gemacht haben, machen wir jetzt den Schritt mit dem Weißen noch einmal. Das heißt, wir übernehmen dann das Weiß, wir ziehen uns das dann ganz langsam lang und machen dann nochmal unsere 2 Runden. Plus unsere Wechselrunden und dann nochmal 2 Runden in Weiß.
So, meine Lieben, wenn wir dann soweit sind, sieht das Ganze jetzt schon so aus. Und man kann schon recht gut erkennen, dass es sich um einen Strumpf handelt. So, jetzt kommt, ja, der einfache Part in der Sache. Wir stricken uns jetzt auf, also ich habe jetzt 15 cm gemacht. Das ist aber reine Geschmackssache. Ihr seht ja, wie verhältnismäßig kurz der Schaft ist. Zu einer anderen Socke, an der ich auch gerade arbeite. Und da seht ihr jetzt mal einen 20 cm Schaft. Also es ist wirklich, es ist reine Geschmackssache, wie weit ihr das jetzt haben wollt. Moment, ich ziehe das mal ganz kurz auf, dann könnt ihr mal schauen. So, das wäre dann die 20 cm. Wie ihr seht, hier ist die Größenangabe dann schon verschwunden und es ist allgemein ein bisschen höher. Und das hier sind die 15 cm. Also es ist wirklich, das müsst ihr euch jetzt überlegen, wie ihr es haben wollt. Da, also den Größenunterschied, den sieht man halt schon. So, jetzt überlegt euch, wie ihr es haben mögt. Messen tun wir das Ganze. Dann von hier oben, also ihr rollt bitte nicht den Rollrand auf, sondern wir legen hier oben das Maßband einfach an, machen unsere Nadeln gerade und schauen, wo wir gerade stehen. Also ich stehe jetzt gut bei 10,5 cm. Also da fehlt noch ein bisschen was. Den weißen Faden können wir jetzt abschneiden, den brauchen wir nicht mehr. Ruhig ein bisschen großzügiger, dass ihr sehen könnt, wie ihr den dann vernäht, dass ihr da genug Platz habt. So, von innen sehen unsere zwei Rennstreifen jetzt so aus. Also wie ihr seht, ganz schmale Fäden, hier kann man nicht hängen bleiben. Auch wenn man sich die größte Mühe gibt, hängen bleiben ist nicht. Und jetzt können wir natürlich auch mal testen, ob wir denn überhaupt noch reinpassen, indem wir einfach hier wirklich mal schön dehnen. Und wenn wir sehen, okay, das geht noch wunderbar mit, das zieht sich nicht zusammen oder ist steif, dann passt das auch. So, das Weiß kann zur Seite, das wird jetzt nicht mehr gebraucht. Und jetzt stricken wir uns ganz gemütlich mit glatten rechten Maschen auf die Schafthöhe, die wir gerne wollen. Also ich auf 15 cm und ihr macht einfach die Länge, ja, wie ihr es gerne mögt. Den Unterschied zwischen 15 und 20 habt ihr ja gerade gesehen. So, ich hole mir den Faden noch schnell nach innen, einfach, dass er dann beim Stricken nicht stört. Und jetzt geht es hier fröhlich weiter. Also das ist jetzt der ganz gemütliche Teil. Messt nur immer mal ab und zu, dass ihr halt auf die richtige, ja, Länge kommt. Ich kürze das jetzt mal an dieser Stelle ab. So sieht meine Socke bis jetzt aus. Ich bin noch weit weg von meinen 15 cm. Ja, obwohl, soweit auch nicht mehr. So, als nächstes, wenn wir dann unsere Schaftlänge erreicht haben, macht ihr einfach die Ferse eurer Wahl. Bei mir wird es dann die Shadowwerb-Ferse. Einfach, weil, ja, es ist momentan meine Lieblingsferse. Dann stricken wir uns ganz glatt nach vorne und machen dann das Bündchen, also die Spitze, die uns am besten gefällt. Nicht das Bündchen, entschuldigt, die Spitze, die uns am besten gefällt. Bei mir wird es die ganz klassische Spitze, die ihr jetzt schon ein paar Mal auf dem Kanal gesehen habt, wo drüber es dann auch ein einzelnes Video gibt. Aber das hier ist wirklich alles immer nur ganz glatt gestrickt. Und hier schnappt ihr euch einfach die Ferse, die ihr gerne mögt. Und so kriegt ihr dann eure wunderbare Socke. So, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt einen ganz angenehmen Tag. Wer mag, lässt mir ein Däumchen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat ein Abo, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und jetzt ein freundliches Winke-Winke in die Runde und bis zum nächsten Mal.